Willkommen bei Kinotalk. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt gar nicht, welche Episode es ist, aber es ist irgendwo in den oberen 60ern. Und heute habe ich das Vergnügen, mit einer Kollegin zu sprechen, die ich vor einigen Wochen in Kalifornien kennengelernt habe. Nämlich die Frau Dr. Melanie Ude, die ursprünglich aus Deutschland kommt, jetzt seit über einem Jahrzehnt, glaube ich schon, oder fast ein Jahrzehnt in den USA lebt, arbeitet, ihre Familie hat und über ein paar Zufälle im Ausland sozusagen auf den Hund gekommen ist und schlussendlich das macht, was sie heute macht. Eventuell kennen schon einige von euch die Melanie. Sie hat einen echt einen coolen Auftritt auf Social Media, ein super Profil auf Instagram, wo sie, ich sage jetzt mal, tiefergründige alltägliche Dinge behandelt, die die Hundehaltung, aber generell das Leben rund um den Hund betreffen. Sie hat ihren eigenen Podcast, wo ich auch schon reingehört habe, den wir dann selbstverständlich auch in den Shownotes verlinken werden. Und ja, also wir haben uns kennengelernt. Das Witzige war, dass wir beide eine Mischsprache aus Deutsch und Englisch dann irgendwie hervorbringen, weil ich war in den Staaten natürlich auf Englisch eingestellt. Die Melanie ist schon so lange dort, dass sie automatisch zwischendurch wechselt von Deutsch zu Englisch. Und jetzt hoffen wir, dass wir es heute schaffen, dafür die deutschsprachigen Zuhörerinnen auf Deutsch zu bleiben. Aber gut, vielen Dank, Melanie, dass du die Zeit hast. Und es ist jetzt bei dir in der Früh, es ist kurz nach 8, 8:30 in der Früh. Cool, dass du es geschafft hast, trotz Schulbus. Ja. Ich glaube, jeder, der mit mehreren Hunden zusammenlebt, ist wahrscheinlich ein Frühaufsteher, so oder so. Von daher, mein Tag fängt normalerweise gegen 6 Uhr morgens an. Acht ist schon, habe ich schon die meisten Dinge erledigt, mehr oder weniger, zum Beispiel im Stau stehen. Aber ja, ich freue mich definitiv, hier sein zu dürfen. Das erste Mal, dass ich quasi über meine Arbeit oder meine Forschung oder meine Ideen quasi auf Deutsch spreche. Also Okay. wenn es ein bisschen komisch klingt hier und da, dann ist es, weil es das erste Mal tatsächlich ist. Ja, Ich habe spannend. es quasi noch nicht geübt, wie man das formuliert, wie man das quasi erklärt in Deutsch. So, mal gucken, wie das so wird heute. Na, absolut, absolut. Und es ist witzig, weil natürlich einige Fachbegriffe, die man im Englischen öfters nutzt, müsste man dann wahrscheinlich überlegen, wie sie auf Deutsch klingen. Aber erzähl mal. Wir haben uns hier kennengelernt, einen Tag quasi oder 2 Tage vor dem Kynologie-Symposium mit Michael Ellis und Stuart Hilliard und Forrest Mickey. Und ihr seid ja noch, oder du bist ja noch eine Woche länger geblieben, weil dann im Anschluss du noch einen Workshop geleitet hast mit einem Kollegen, dessen Namen jetzt, mit Paul heißt er, glaube ich, oder? Oh, genau. Den ihr ja noch geleitet habt. Wie ist das gegangen und um was ging's? Was waren eure Themen? Wir haben quasi alles Mögliche angesprochen und in manchen Gebieten sind wir mehr ins Detail reingegangen, aber es ging um die Motivation von Hunden, um die Emotionen von Hunden, Stress und wie man quasi nicht nur sein Leben mit seinem Hund teilt und optimiert, aber auch generell, wenn es ums Lernen geht, wenn es ums Verändern des Verhaltens geht, Verhaltensprobleme, Aggression, Anxiety. Ich glaube, da gibt es kein gutes Wort für in Deutsch für Anxiety. Das stimmt, ja. Ich sage auch Ja. selber oft Anxiety und so. Ja. Ja, Anxiety. Und es war quasi wie so ein geteiltes Seminar, wo ich mehr in die Neurobiologie eingegangen bin und dann quasi wie so kleine Hacks, kleine Tipps und Tricks hier und da quasi angesprochen habe, basierend auf wie der Hund denkt, wie der Hund quasi die Welt wahrnimmt und dann für Paul viel auch quasi wie das dann aussieht, wenn man mit dem Hund arbeitet im Moment, wie man halt sich bewegt, wie man den Hund motiviert im Training, in Bezug auf, für ihn, in Bezug auf Sporthunde, aber generell auch
meine Audienz, meine Zuhörer und Teilnehmerinnen sind meistens Hundetrainer für Pet Dogs und oder generell auch das Hundehalterin, die nicht unbedingt im Sportbereich agieren, aber generell gerne entweder quasi nicht mehr weiterkommen mit dem Training, was auch immer sie gerade als Ziel gesetzt haben, oder generell einfach mehr lernen möchten. Mhm. Und ja, wir haben quasi ein paar Experimente auch gemacht mit den Teilnehmerinnen da und einige Konzepte zu veranschaulichen. Und ich glaube, es ist ganz gut angekommen. Es werden mehrere Canine Brain Lab Seminars geben in der Zukunft. Ich selber ohne Paul dieses Mal, weil es mehr so für nicht für Sporthunde gerichtet ist, werde nach Nähe von London kommen, nächsten Monat. Okay. Und dann ja auch Athen in Griechenland und Australien nächstes Jahr. Okay. Guter Kumpel von mir ist Hundetrainer in Griechenland. Lebt in Athen. Ich spreche das auch immer sehr deutsch aus. Er macht sich lustig über mich. Petros Deligianis. Und okay, ja. ja, würde ich auch so aussprechen. Ja, schon, gell. Aber wo bist du in Griechenland oder wer hat dich dort eingeladen? Jemand, dessen Name mir jetzt nicht einfällt. Okay. Und wo in Griechenland genau, weiß ich auch noch nicht. Also Nähe in Athen oder Nähe von Athen. Okay. Und der hat da seine Hundeschule da. Na spannend, das werde ich auf jeden Fall auch weiterleiten und vielleicht schaut der Petros ja auch vorbei. Ja. Spannend. Aber das ist ja generell auch sozusagen das Kernthema, das du bearbeitest. Mit vielen Reels, mit sozusagen deinen Gedanken, wo du auch den Zuschauer, sage ich jetzt mal, gerade über Social Media auch anregst, mal selber drüber nachzudenken, was einem selber so im Kopf herumschwirrt in Bezug auf das, was ihm passiert, weil ich denke schon, und das ist vor allem auch in unserem Kulturkreis so, dass wir sehr viel mechanisch am Hund arbeiten und Verhalten erzeugen, aber uns gar nicht so viel darüber Gedanken machen, warum es zustande kommt, wie es möglich ist und wie es dem Lernerhund dabei sozusagen geht. Wie generell noch für unsere Zuhörerinnen, wie bietest du das an? Also dein Training, du hast Online-Trainingspläne, glaube ich, du hast ein Online-Programm, man kann dich für Workshops sozusagen buchen. Hast du auch ein Trainingscenter? Und wenn ja, wo ist es, wo Leute dich aufsuchen können? Ja, also viele meiner Programme sind online quasi. Wer auch, wenn man sich quasi einschreibt, man bekommt lebenslang Access zu dem Programm und kann da, weil es sehr viel Informationen drin ist. Also man kann sich dann Zeit nehmen, da durchzuarbeiten. Für die halt generell mehr persönlich noch mit mir darüber sprechen wollen, wie sie ihr Training quasi mehr ausrichten zu dem Dog in front of them. Mache ich auch One-on-Ones virtual. Also ich tatsächlich funktioniert das ganz gut, auch wenn viele immer noch denken, dass man quasi den Trainer mit sich haben muss und der Trainer muss den Hund sehen und alles. Aber es passiert tatsächlich mehr online auch da. Mhm. Und dann hier in Atlanta auch, wo ich dann meine Clients, meine Studenten habe, die dann entweder zu mir kommen. Ich habe meinen kleinen Hinterhof umgebaut zum kleinen Trainingsportal oder dann generell auch hingehe, wo die leben. Also ich habe selber keine Facility, not yet. Aber generell ist, ich würde sagen, 70% sind von meinem Trainings ist online. Super. Und jetzt erzähl uns doch nur kurz, wie es eigentlich dazu gekommen ist, weil du hast ja studiert und das schaut ja eigentlich hoch akademisch aus mit Stanford University, Columbia University. Was hast du eigentlich vorher gemacht und wie ist es dazu gekommen? Ich habe es ja schon im Kopf, dieses Geschehen ist sozusagen mit dem Zusammentreffen mit dem
Aber wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt eigentlich das machst, was du machst? Ja, es ist eine so einer Schicksalsschläge, die man, selbst wenn man würde wollen, nicht planen könnte, weil es so überhaupt nicht so überhaupt nicht dazu passte, wie ich quasi zur Schule gegangen bin und was ich dachte, was ich mit meinem Leben, meiner Karriere mache. Also ich bin groß geworden in Jena, kleines Örtchen, mehr oder weniger Örtchen in Deutschland, in Thüringen. Und habe studiert, Diplom. Damals gab es noch keinen Master und Bachelor. Da war es tatsächlich noch Diplom. So 5 Jahre. Und es war Biologie, also schon in der Richtung von Tieren und Mikroben, Immunologie. Und habe dann auch meinen Doktor in Hamburg am Tropeninstitut gemacht. Und meine Idee war, dass ich quasi die ganze Reihe von Postdoc-Zeit zu Professur und dann für immer und ewig in der Akademie bleibe, Universität. Als ich dann quasi nach New York gezogen bin, um an der Columbia University zu arbeiten als Postdoc, nach 3 Jahren, dachte ich erst, dass ich wieder nach Deutschland zurückkomme, weil die Idee war, nur 2 Jahre oder 3 Jahre da zu bleiben. Aber dann generell irgendwie, und vielleicht passiert das, wenn man in New York zu lange lebt, dass man so ein bisschen abenteuergeil wird. Man will mehr erleben und hat dann so diesen Adrenalinkick, weil man ständig man ist da umgeben in New York. Irgendwas passiert halt immer. Und weil ich noch meine Wurzeln in der Tropenmedizin hatte durch mein PhD, und sehr gerne in Global Health auch arbeiten würde wollen, wurde ich vermittelt zu einer Stelle, was quasi eine freiwilligen Stelle war für 3 Monate in Thailand. Und habe mich dann da gemeldet per E-Mail und die meinten, ja klar, kannst du kommen. Habe dann quasi in Columbia University so versucht, dass ich quasi Absence of Leave 3 Monate quasi angestellt bleiben kann, ohne bezahlt zu werden, so dass ich dann nach Thailand gehen kann. Und das hat dann auch funktioniert. Und die Idee war, nochmal dahin zu gehen für 3 Monate, nochmal zurückzukommen nach Columbia University in New York und dann zurück nach Deutschland. Und zwei mehr oder weniger parallele Einsichten sind da quasi zutage gekommen in Thailand. Zum einen, ich bin dahin, dachte, dass ich denen helfe in dem Labor für Tuberkulose, quasi denen helfe, die Diagnostik zu optimieren und deren Efficiency quasi zu verbessern. Allerdings, was die wirklich wollten, war mehr oder weniger ein Excel-Sheet und die Nummern und Zahlen und Statistiken ein bisschen zu übergucken, übersehen und zu korrigieren quasi. Okay, 12 Jahre Studium und jetzt gucke ich quasi mal nach so einem Studenten-T-Test oder so einem Student-T-Test in einem Excel-Sheet. Aber das war okay. Also ich habe trotzdem mir jetzt trotzdem Spaß gemacht, weil ich sehr, sehr involviert war direkt im Ort, wo die Labordiagnostik gemacht wurde und quasi die Proben abgesammelt wurden. Aber, vielleicht interessanterweise, mein Weg zum Labor von meiner kleinen Hütte, wo ich gewohnt habe, eine kleine Holzhütte, fühlte sich an in der Mitte, in the middle of the jungle, hatte ich mir so ein kleines Fahrrad geliehen und bin mit dem Fahrrad quasi durchs Dorf geradelt, an Ziegen vorbei und keine Ahnung, was für andere Kreaturen, die sich da quasi in den Buschen versteckt haben. Und unter anderem auch viele Dorfhunde. Und die Dorfhunde lagen quasi in der Mitte auf der Straße. Ich glaube, es waren so bestimmt 10, 15 Dorfhunde, so alle da, wie so Äpfel, die vom Baum fallen, wie so überall verstreut. Und wenn du da kommst mit dem Rad und du bist die Einzige auf der Straße in dem Moment, hast du natürlich
30 Augen oder 15 Augenpaare auf dich. Und nicht unbedingt mit dem Golden Retriever, Labrador, Freudigkeit, die dann auf dich zukommen und sich freuen, dass sie dich sehen, sondern halt Doofhunde, ne? Die bellen, die kommen auf dich zu und die verfolgen dich dann auch. Und hier I am auf meinem kleinen Rad, was nicht sehr schnell ging, und dachte mir, keine Ahnung, wie ich vorbeikomme, und selbst wenn ich vorbeikomme, wie ich quasi wegkomme von denen und die mich nicht, keine Ahnung, beißen. Ich hatte halt keine Ahnung, was deren Intention war. Und das hat mich halt nicht losgelassen, dass ich keine Ahnung hatte, wie ich diese Hunde interpretieren kann, der Verhalten. Obwohl ich quasi Biologie für 5 Jahre studiert habe. Und es war vielleicht nicht mit Fokus auf Verhalten, aber generell sollte man, dachte ich, ne, sollte man doch wissen, wenn man das schon studiert, die Physiologie, die Anatomie, die Neurobiologie, wenn man dann den Hund vor sich hat, dass man halt gar keine Ahnung hat, wie man mit dem Hund interagiert. Das ging nicht. Das, irgendwie hat das nicht gepasst und es hat mich nicht losgelassen, die ganzen 3 Monate. Wir sind nicht Freunde geworden, ich und die Hunde, aber zumindest bin ich irgendwann da vorbeikommen können, ohne dass ich selber quasi einen Herzinfarkt bekommen habe. Und als ich dann zurückgekommen bin, nach den 3 Monaten nach New York, es war jetzt keine spontane Hauruck-Aktion, aber generell habe ich weiterhin drüber nachgedacht, warum das ist und warum ich das so nicht loslässt. Und das hat dann quasi, war dann quasi der erste Baustein, der dann dazu führte, dass ich selber einen Hund hatte, dass ich selber in den Wilderness of Training Possibilities mich da verloren habe und Stück bei Stück mein Wissen, mein Understanding auf verschiedenen Disziplinen, was die Biologie betrifft, und den Hund, den ich vor mir habe, und generell, es war dann zu dem Zeitpunkt mein eigener Hund, das zusammengepflückt habe wie ein 1000-Teile-Puzzle. Und irgendwann dachte ich, jetzt macht es Sinn. Now I can understand my dog better. Und dann habe ich mehr und mehr, ich konnte quasi nicht mehr aufhören, darüber zu reden, ne? Selbst mein Mann war irgendwann dann, okay, shut up. dann bringe ich das eben zu Social Media und den Leuten, die quasi um mich herum sind. Und dann irgendwann war das so, ich kann da quasi ein ganzes Business drumherum kreieren. Und dann 6 Jahre später, das ist, wo wir jetzt quasi sind, was ich mache, und mit mehr Details natürlich. Aber so hat es quasi angefangen, ja. Spannend. Und wie du sagst, also man hätte es nicht besser planen können. Also manchmal sind diese Zufälle des Lebens wegweisend. Ja. Ich hätte auch einfach was ignorieren können, ne? Ja. Ich hätte auch alles ignorieren können. Und wer weiß, wo ich dann wäre, aber ich, gerade weil es halt auch mit Hunden, die man ja ständig überall sieht, ne, und man sich so denkt, ja, als Gelehrte, weiß ich nicht, wie lange man da studiert hat und dann irgendwie dann doch keine Ahnung hat. Und ich glaube, dass das auch quasi mein Wissen über Tropenmedizin und alles auch nicht angekommen ist in den Laboren, ne, die halt das auch nicht brauchten, was ich zu bieten hatte oder was ich dachte, die wollen, und einfach nur quasi eine gute Excel-Sheet haben wollten. Ich glaube, die beiden Elemente zusammen hat mich wie so ein bisschen in die Identitätskrise gewuchtet und dadurch quasi die hard questions asked myself, what do I want to do? Aber jetzt machst du eigentlich nur noch das, oder aktuell ist Canon Decoded dein Geschäft, dein Business? Ja. Sehr cool. 100%, jeden Tag, all day, every day. Ja, das ist ja
Das wiederum ein schönes Wortspiel im Deutschen, selbst und ständig. Man macht alles selber und zwar die ganze Zeit. Ja, definitiv. Und was hält dich motiviert? Weil wir haben ja vorhin gesprochen, dass man auch sozusagen über das, was du machst, auch herausfindet, was den Hund motiviert hält. Was ist Motivation überhaupt? Was sind das für Prozesse, biochemische Prozesse im Inneren des Individuums? Was aber hält dich motiviert, das Ganze zu machen? Weil ab und an ist es ja doch etwas, sage ich, ernüchternd, was für einen Wissensstand zum einen Trainerkolleginnen haben, zum anderen, was für eine Erwartungshaltung der Mensch hat. Na, der Hund soll halt funktionieren oder was auch immer. Wie geht's dir dabei? Ja, that's a good question. Am Anfang war es einfach nur Excitement. Am Anfang hat es einfach nur Spaß gemacht. Ich hatte da noch meinen Vollzeitberuf, als nachdem ich quasi nicht mehr in Columbia Universität gearbeitet habe, war ich ein bisschen als Data Scientist in der Industrie tätig. Und am Anfang war es einfach nur, macht Spaß. Dann irgendwann denkt man sich, okay, macht Spaß, aber da ist mehr, weil man, wie gerade schon sagtest, man stößt halt auf so viele Diskrepanzen in dieser Industrie, wo einfach nur Nichtwissen großes Problem ist. Und Nichtwissen und Wissen, ne, für mich ist das halt, ha, I'm here, I can help you. To understand that better. Aber das Problem ist, dass viele halt nicht nur nicht wissen, dass sie nicht wissen, aber auch nicht unbedingt lernen möchten. Und es hat ganz schöne Zeit gedauert, für mich einzusehen, dass nicht jeder unbedingt gerne lernen möchte. Und dass es nichts ist, was man verurteilen sollte, weil, ne, wenn man nicht viele Leute, es sind halt jeder ist halt ein bisschen anders und manche kriegen halt gerne ihre Hände dreckig und wollen halt ne, arbeiten in dem Sinn und andere sitzen halt gerne und lernen von einem Textbuch. Und für mich, meine Motivation ist, okay, ich habe also die ganzen Hundehalter und Trainer und viele verschiedene Persönlichkeiten, manche wollen mehr wissen, manche weniger. Wie kann ich denen, die weniger wissen, weniger lernen möchten, nicht unbedingt die Fakten ins Gesicht geschmissen haben wollen. Wie kann ich denen trotzdem zeigen, dass da mehr zu auszuholen ist aus ihnen, aus deren Verhalten mit dem Hund, aus deren Beziehung mit deren Hunden? Und das ein bisschen spannend machen. Und deswegen, glaube ich, bin ich auch so ins Instagram und Social Media gefallen, weil das dann doch auch sehr Entertainment sein kann. Und dadurch verpacke ich quasi so Dinge, die ich denke, das einfach nur zum Anregen der Gedanken, dass das schon mal der erste Schritt ist. Einfach nur, vielleicht ist da ja doch noch was anderes. Und dann der nächste Schritt ist, was ist denn anders? Und dann halt quasi zurück zu mir kommen und dann demzufolge mehr motiviert sind zu lernen. So quasi meine Motivation basiert darauf, nerdy science part auf das ganze Verhalten von Hunden und die Neurobiologie interessanter zu machen, ein bisschen Entertainment reinzubringen und einfach anderen auch mehr Spaß daran zu haben und das nicht so schulemäßig führen zu lassen. Sehr cool. Wie du damals sozusagen diesen Aha-Moment gehabt hast mit den Straßenhunden. Hast du dann auch begonnen, also konntest du dann tatsächlich mit deinem Wissen, das du hattest, dir vieles im weiteren Verlauf, also nicht unmittelbar, aber später dann erklären, oder hast du dich nochmals spezifischer selber fortgebildet, um mehr zu checken, was da im Hund abgeht? Weil es ist natürlich, das ist ja das Spannende am Hundetraining. Also es gibt viel Wissen rundherum um Verhalten des Hundes, Tiertraining generell. Gibt es ja so viele spannende Bereiche, wo die Arbeit mit Hunden sicher hervorsticht. Und dann ist es natürlich auch, wie du sagst, dass sich die Hände schmutzig machen. Also es ist ja auch ein Handwerk. Da kommt mir vor immer wieder so die Trainergenerationen gegenüber,
Die einen, die hunderte Fortbildungen machen und die anderen, die es halt gelernt haben, unter Anführungsstrichen. Wie war da oder wie ist dein Weg? Weil ich nehme mal an, dein Wissensdurst ist ja sicher nicht gestillt. Wie Ja, versuchst du, nee. mehr zu wissen? Nee, der ist definitiv nicht gestillt und der wird wahrscheinlich nie gestillt sein. Aber interessanterweise lerne ich, für mich ist quasi der eine Part, der eine Teil, den ich selber in die Hand nehmen kann, quasi das Textbook lernen. Ne? Und dann gibt es verschiedene Richtungen, die ich, wo ich mehr darüber lernen möchte. Und normalerweise, wie das funktioniert, ist irgendwas. Ich sehe irgendwas mit meinen Hunden oder mit Hunden, die ich für trainiere, mit meinen Studenten und gehe quasi in meinem Kopf zurück, okay, was weiß ich denn schon von dem, was ich gelernt habe? Und dann, wie kann man das umsetzen, wenn man es nicht umsetzen kann? Was ist da, was ich quasi noch nicht weiß? Und, ne, also, da gibt es halt so viele Lücken selbst in meinem Kopf, dass ich ständig irgendwie noch was anderes lernen möchte. Und manchmal ist es so, dass ich, okay, ich kann zum Beispiel sagen, Lernen, Adrenalin, Cortisol, die ganzen Dinge sind super wichtig. Aber wie denn das Lernen direkt aussieht in einem Hund? Und dann, okay, Verhaltensbiologie, Ethology, okay. Was sind denn da die prädatorischen Sequenzen, der ein Hund quasi reinfällt, um bestimmtes Feel-Good-State of Mind zu erreichen. Und Ethologie, zum Beispiel Verhaltensbiologie, habe ich selber so nicht studiert. Und dadurch kommt dann der nächste Textbook in meinen Schrank und versuche da quasi meine Lücken zu schließen. Und dann der andere Teil allerdings, der quasi auch sehr interessant für mich ist, es kommt halt zustande von einfach sich unterhalten mit Trainern, die sind, die im quasi ihre Hände schmutzig machen seit Jahrzehnten, ne? Und die vielleicht nicht so lange in der Schulbank saßen, was again total okay ist, ne? Und wie die den Hund sehen und wie die gelernt haben, quasi auf den Hund einzugehen, finde ich super interessant. Und ganz oft haben die Dinge gelernt, die ich quasi gelernt habe durch mein Textbuchwissen. Und die haben es halt gelernt, weil die gelernt haben, auf den Hund einzugehen, den Hund zu beobachten. Und das zu verbinden, ist halt super cool, weil man dann quasi zum ersten Mal richtig formulieren kann was wirklich im Körper des Hundes passiert, vom Gehirn zu allen Organen und was auch immer, ne, dazu führt, dass der Hund sich so verhält, wie man sieht. Quasi das quasi durch Sein zu erklären und dann direkt zu verbinden mit Hands-on Training Steps. Das ist Step Number One, Step Number Two. Plus natürlich die Intuition, wo man quasi so ein bisschen kreativ sein muss. Und das hat quasi so viele Aha-Momente für mich gehabt, dass ich hoffe, dass es niemals enden wird. Dass ich hoffe, dass ich immer diese Unterhaltung und Diskussion mit anderen habe. Nicht nur mit den Wissenschaftlern, mit denen ich natürlich viel darüber rede, auch, aber auch mit den Hundetrainern. Weil ich glaube, das erklärt, das ist ein bidirectional Feedback System. Das erklärt viel, was so nicht einfach mit dem Textbuchwissen erklärt werden kann und vice versa. Ja. Und da geht ja wirklich was weiter. Also ich finde es, was mir so gut gefällt, gerade an den Staaten, ist, dass dort auch so viel in Bezug auf den Diensthund, auf Working Dogs geforscht wird. Was ich nicht weiß, inwiefern es in Europa so gehandhabt wird, weil wir haben in Europa natürlich auch sehr viel Forschung am Hund, aber das sind dann meist einfach mehr Familienhunde oder Straßenhunde, die in diese Vergleichsgruppen reinkommen. Und auch das sozusagen, wofür ich brenne im Hundetraining, ist da oft ein bisschen so zurückgelassen. Denkst du, dass es generell dahingehend, was jetzt die moderne Wissenschaft betrifft, einfach in Amerika einen größeren Pool gibt an Leuten, die sich damit befassen? Hast du vielleicht mehr Einblick aufgrund der Ja, that's a good question. Ja, ich glaube,
In Amerika ist ja immer so, wo das meiste Geld hinfällt, hat auch den größten Fokuspunkt und Attention. Und generell Working Dogs, Dogs, der da, Therapie Dogs, Therapy Dogs, Hunde, alles Mögliche von Hunden, die quasi einen Job haben, sind mehr und mehr Teilnehmer von Experimenten, Teilnehmer von Untersuchungen in der Wissenschaft. Zum einen ist es einfacher, quasi eine bestimmte Kohorte, eine bestimmte Gruppe von Hunden zusammenzukriegen, weil es einfacher ist, das zu koordinieren. Aber generell ist das Interesse da sehr groß, weil viel Geld in solche Unternehmen reingestopft wird. Und ne, Amerika ist ein großes Land. Und dadurch ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man da, ob man da jetzt einen Soldaten als Hund hat, ne, und den quasi besser trainieren muss oder den Polizeihund, der quasi hilft, da die Drogen und die Waffen zu finden. Oder generell die Therapiehunde, ne, die dann quasi eingesetzt werden oder Detection, ne, für Krankheiten und alles Mögliche versandt werden. Viel Geld geht da rein und das Interesse ist sehr, sehr groß, das zu optimieren. Ich weiß nicht, wie das ist in Europa, aber generell sind das mehr so die Untersuchungen. Man sieht halt viele Konferenzen und viele Publikationen in der Hinsicht, dass wir wollen quasi diesen Hunden, die arbeiten quasi, die eine Arbeit haben, die einen Job haben, wir wollen die so effizient wie möglich trainieren. Für Familienhunde ist es natürlich ein bisschen anders, weil da ist es mehr so das Hobby und mehr so das die Emotionen, die da reinspielen und viel, viel, viel schwieriger da gute Studien rein zu kreieren und auch zu absolvieren, weil viel auch mit natürlich den Hundehalterinnen, der Mom und Dad, ne, die quasi mit dem Hund leben, viele Faktoren da reinspielen. Und generell ist es halt nicht so lukrativ. As sad as it sounds, aber es ist halt nicht so lukrativ. Aber es ist halt auch, dennoch kann man viel lernen von solchen Studien, die mit den anderen Hunden quasi durchgeführt werden, auch für Hundehalter, Familienhunde und sowieso. Na, ich denke, also ich würde mich gern viel mehr mit Studien befassen und tatsächlich lasse ich mich dann eher handfüttern von meinen Trainern, die dann sagen, neue Studie, lässt euch das durch, und ich bin dann nicht selber auf Suche danach. Das ist sicher ein Manko von mir. Aber was mir eben vorkommt, ich sage jetzt mal so, was diesen Arbeitshund betrifft, das wird zumindest im deutschsprachigen Raum sicher bis zu einem gewissen Grad vernachlässigt. Leider. Weil ich denke, sehr, sehr viel mehr machbar wäre, und so wie du sagst, die Möglichkeit, da auf ein entsprechendes Spektrum an teilnehmenden Hunden zurückzugreifen, ist ja gegeben durch Behörden, die Diensthunde führen, oder Rettungshundeorganisationen, die ja zwar meistens jetzt auf freiwilligen Basis sind, aber da gibt es ja auch immer einen großen Stock an Hunde. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach auch ein Unterschied in der Mentalität ist. Und das wäre so ein bisschen meine Frage. Die Unterschiede in den USA und in Europa, die Einstellung Hunden gegenüber. Was sind da deine Eindrücke und deine Erfahrungen? Was sozusagen sprengt den Rahmen, oder wo sind die größten Unterschiede zu sehen? Ich glaube, die Menschen, das ist jetzt nicht so on average, ne, im Gesamtdurchschnitt, würde ich sagen, dass in Amerika wir haben die Extreme in beiden Enden. So, wir haben Organisationen, was wir just mentioned, Organisationen, die Arbeitshunde ausbilden mit hoher Effizienz, die halt unglaublich Arbeit leisten und wirklich das Leben für die Gesellschaft erleichtern. Like, top notch. Und dann haben wir
die Hunde, die Familienhunde sind. Und in keinster Weise, weder das, dass wir angefangen von der Nahrung zu deren täglichen Leben, zu dem Training, das die Hunde bekommen, in keinster Weise an einen Hund erinnern, weil sie so humanized werden. Vermenschlicht, ja. Weil sie so vermenschlicht. Vermenschlicht, yes. Ja. So vermenschlicht werden, dass sie quasi nur einen Babyersatz bekommen. Und das sehe ich mehr in den USA als in Deutschland. Okay. Natürlich in bestimmten Großstädten und so ist es halt immer ein bisschen anders, aber generell ist der Hund in Deutschland noch mehr ein Hund. Und oftmals hier in Amerika, ein Hund ist quasi ein Ersatz, um die Einsamkeit zu füllen. Ein Hund ist da, um quasi deine eigenen Emotionen zu kommen, Anxiety, ne, den ganzen Kram. Und weniger, der Hund ist nicht so sehr da, um Hund zu sein. Und ich glaube, das ist ein Trend, der weiterhin extremer und extremer wird, zum Punkt, wo wir sprechen jetzt von Klonen. Wir klonen Hunde, weil weil wir so sehr an die gebunden sind, dass wir nicht loslassen können. Wir haben alle möglichen Haar und Styles, Nägel, Maniküre, Pediküre für Hunde. Wir nicht unbedingt hier, aber generell habe ich das schon gesehen hier, wo Hunde zu viel bellen, einfach die Trachea quasi geschnitten wird. Das ist alles, das ist nicht mehr ein Hund. Das geht nicht mehr um einen Hund, es geht einfach nur um eine Puppe dann in dem Moment. Und hoffentlich ist es nicht ganz so extrem und wird es nie so extrem sein in Deutschland oder in Europa. Und also es wird ja sicher auch in den USA zwischen den Staaten variieren, was ich verstanden habe. So wie natürlich auch in Europa. In manchen Ländern ist noch mehr zulässig als in anderen. Was für mich ja interessant war, ist in den Staaten zu sehen, dass einfach selbstverständlich bei einem, sage ich jetzt einmal, Familienhund und zum anderen aber auch beim Diensthund oder Sporthund Stachelhalsbänder, also Pinch-Collars und E-Collars montiert sind, noch ein dünnes Schweizer Band wo für mich als Österreicher alle Alarmglocken schreien und es ist verboten. Jetzt ohne in Frage zu stellen, wie es funktioniert und dass es natürlich einen Zweck haben kann, wenn es vernünftig angewandt wird, das möchte ich jetzt mal außen vor lassen. Aber das war schon irgendwie schräg, ja, wenn man aus einer anderen Kultur des Zusammenlebens mit Hunden kommt, dann war das ein ziemlicher Kulturschock, aber spannend zu sehen. Das glaube ich. Und ja, du sprichst da was an, was auch ein großer Unterschied ist. Ne? Also hier in Amerika, wir mögen halt schnelle Lösungen und wir mögen halt alles, was weniger Arbeit verspricht. Und manchmal oder sehr oft sogar heißt das, dass wir uns nicht so sehr darum kümmern, zu fragen, warum, ne, wie, weshalb. Und erst mehr so, was genau kann ich machen? Und weniger quasi die Gründe, warum irgendwas funktioniert oder nicht funktioniert. Und deswegen haben wir jetzt auch diese total unnötige Diskussion, die quasi Tools, was man gerade meint, ist die Stachelhalsbänder, Prong-Colors und E-Colors, ja oder nein. Für mich, das ist total die falsche Frage. Es geht gar nicht darum, ja oder nein. Es geht darum zu verstehen, was der Hund braucht, welchen Hund du hast, wie die Persönlichkeit, wie der Hund sich ausdrückt in seiner Persönlichkeit und was für Ziele du hast und was du quasi dann dazu nimmst, um deine Ziele zu erreichen, hängt auch davon ab, wie sehr du quasi den Hund, wie gut du den Hund trainieren kannst und was der Hund quasi
ertragen kann. Und mit dem Gedanken auch, dass wir auch natürlich immer versuchen wollen, das auch mit der Persönlichkeit des Hundes und mit den Trainingszielen und mit den Umständen alles so zu verbinden, dass es ein guter Prozess ist. Und das Trainieren selber ist so viel wichtiger, als was man benutzt. Aber wir sind halt gar nicht mehr so darauf fokussiert, wie das Trainieren funktioniert, sondern eher so, okay, was benutze ich, ja oder nein? Und dann hat man sofort ein Label angenagelt als Trainer oder als Hundehalter. Und keiner spricht darüber, warum und wie. Und da ist es halt sehr frustrierend, weil ich glaube halt, dass, wie du schon meintest, ne, es geht halt gar nicht darum, ob man irgendwas verbieten sollte. Und ich glaube generell, dass so viel wie diese E-Colors und Bron-Colors benutzt werden, viele Hunde brauchen die wahrscheinlich gar nicht. Aber es geht halt darum, den schnellen Rückruf zu trainieren. Es geht halt darum, sofort das Ziehen an der Leine zu stoppen, ohne unbedingt die Trainingsschritte, die dazu nötig sind, durchzuführen. Und durchzuführen, sodass sie halt auch funktionieren. Und deswegen sieht man halt diese Dinge so sehr hier in Amerika. Und ich glaube, da ist viel, das noch nicht. Und ich glaube, es ist eine Mentalität. Ne? Ich glaube, es ist tatsächlich eine Mentalität zwischen zumindest Deutschland und Amerika. In Deutschland wird halt doch noch mehr so hinterfragt, warum jetzt genau muss ich das machen oder nicht machen. Und das dann als nächster Schritt auch, okay, ich würde dann gerne dafür mehr lernen und was andere Optionen habe ich und diese Dinge. Absolut, ja. Und also ich bin ja, vor allem im deutschsprachigen Raum ist jetzt zum Beispiel gerade der Sporthundewesen, Schutzdienst, immer wieder im Fokus aufgrund von Beißvorfällen und hin und her. Warum darf denn der zivile Hundehalter den Hund so in seiner Beute oder Aggressionsbereitschaft fördern, etc.? Das wären ohnehin jetzt noch spannende Jahre in Zukunft. Mhm. Und ich denke, auch mit den Kriegen, die wir jetzt, ich sage jetzt einmal, in der Nachbarschaft haben, weil die Ukraine ist ja von da nicht weit weg. Ja, also zwischen hier und der Ukraine ist gerade noch die Slowakei und dann ist man quasi schon im Kriegsgebiet, der ganz surreal ist. Dass wir da dann früher oder später an Minenspürhunden brauchen werden und Assistenzhunde, die für Soldaten mit körperlichen oder geistigen Verletzungen umgehen können müssen und vieles mehr. Ich glaube, das wird jetzt noch einmal in Zukunft ein ganz spannendes Thema, wie Hunde auch wirklich eingesetzt werden und die Mentalität zu Hunden hin. Ich habe dir vorher kurz berichtet, dass die schwarze Labradorhündin, die da neben mir pennt, die soll ja als Diensthund nach Grönland gehen. Mhm. In Grönland ist es so, das hat mir die Kontaktperson aus Dänemark mitgeteilt, ist es so, dass man kann nur in der Hauptstadt Haushunde haben. Überall sonst in dem Land oder auf der Insel darf man nur Schlittenhunde oder Diensthunde haben. Hunde, die keinen Zweck erfüllen, darf man nicht halten. Und das habe ich total interessant. Also ich weiß noch immer nicht, ob ich es richtig gut finde oder so. Ich finde es total spannend, die Restriktion sozusagen. Weil das, was mir heutzutage einfach verloren geht, ist zum einen natürlich der Hausverstand, aber generell das Verständnis der Leute, dass Hunde einfach einen Zweck erfüllt hatten und das war ihre Daseinsberechtigung. Sei es die Biotonne, ja, dass sie einfach die Siedlung sauber gehalten haben, oder der Wachhund oder der Jagdkompagnon, der Hütehund und so weiter und so fort. Und ich denke auch, dass dieses fehlende Verständnis, dass der Hund nicht nur ein Accessoire ist, zu so vielen Problemen heutzutage führt. Mhm. Ja, definitiv. Und die Genetik, die ist immer noch die gleiche von 100 Jahren her, wo wir die gezüchtet haben, damit sie uns helfen mit der Jagd und Schutzhund und alles. Mhm. Das hat sich nicht geändert. Die Genetik und die Evolution, die sind nicht so schnell, wie wir unsere Society verändern. Und jetzt damals wollten wir einen Hund, der quasi 3 Stunden lang, 5 Stunden lang, einen ganzen Tag lang
die Schafe zusammenhalten kann. Und der gleiche Hund soll jetzt den ganzen Tag im Wohnzimmer sein und nicht quieten. Und das ist unvorstellbar. Aber das ist genau, was so viel Konflikt quasi kreiert in den Hunden. Und wenn ich der Hund wäre, würde ich auch mehr aggressiv werden, frustriert und Anxiety zeigen. Ne? Und dann als nächste Lösung, okay, dann müssen wir halt zum Arzt gehen, zum Tierarzt, und der gibt uns dann Medikamente, damit der Hund ruhiger bleibt. Das ist ein Teufelskreis, der unbedingt unterbrochen werden muss. Absolut. Aber jetzt lass uns gar nicht zu sehr dahingehend abdriften, weil es gibt noch ein paar Fragen, um dich noch besser kennenzulernen. Du hast deinen eigenen Podcast, du hast auch die ganzen Bücher schon erwähnt, sozusagen, wo man wunderbar Wissen beziehen kann. Was bevorzugst du, Audiobooks oder physische Bücher? Definitiv physische Bücher. Definitiv die Bücher, die ich in der Hand halten kann, wo ich umblättern kann und zurückgehen kann, highlighten kann, markieren kann, Post-its reinpacken kann, definitiv. Ist gerade verdeckt. Die sind quasi so meine ganzen Bücher da hinten, die ich nur gerade momentan hier und da mal raushole und lese. Generell bin ich da immer noch derjenige. Ich würde auch immer noch in die Bücherei gehen, wäre hier eine Bücherei in der Nähe. Ja, spannend. Ja. Also ich liebe es auch, das Buch in der Hand zu halten und eben, du sagst, ich packe gern diese Post-its rein. Aber was ich begonnen habe, ist für wirklich diese Nachschlagwerke, habe ich immer geschaut, ob ich die Kindle-Version finde. Weil die habe ich am Laptop. Mhm. Wenn ich dann einen Suchbegriff habe, schreibe ich das schnell rein und kann super schnell finden, was ich haben wollte, habe die Seitenzahl, Quellenangabe. Das ist dann schon sehr praktisch. Aber ich lese nicht auf Kindle, ich brauche auch das Buch in der Hand. Audiobooks höre ich dann eher so zur Unterhaltung. Irgendwelche. Genau. Wo man nicht unbedingt die Informationen behalten muss und generell nur just sich mal da reinversetzen will für eine Weile, ja. Was gibt's denn für Buchempfehlungen für unsere Hörer? That's a good question again. ich würde generell sagen, alle Bücher von Robert Sapolsky sind unglaublich interessant, und er hat die Gabe, das quasi auch auf Menschenverhalten zu beziehen. So ist es einfacher für uns, sich so vorzustellen, was da eigentlich abgeht, wenn er von irgendwelchen Konzepten spricht. Aber generell hat er viel Wissen auch um Experimente und Untersuchungen, die mit Tieren gemacht wurden, Schimpansen, Rodents, Ratten, Mäuse. Generell alles, was er so veröffentlicht hat, und vor allem auch die älteren Dinge, die er veröffentlicht hat, die quasi nicht mehr so modern sind, trendy, sind auch ziemlich gut. Wenn man mehr so ins Verhalten, in problematische Verhalten reingehen möchte, würde ich sagen, Dr. David Anderson, der viel sich beschäftigt hat mit Angst und Aggression. Beides emotionale, neurobiologische Verhaltensweisen, die er quasi mit den neuesten modernen Techniken, die man machen kann, quasi versucht zu identifizieren, welche Neuronen, welche Gehirnströme sind da involviert. Und er hat ein wirklich gutes Buch rausgebracht, The Beast, The Man, The Beast in the Man, or something like that. Okay. Dr. David Anderson, highly, highly recommend. Sehr interessant und spricht generell oder wirklich auf den Hund bezogen? Weil Sapolsky ist ja auch. Cool. Generell Angst. So für mich, was mich generell mehr interessiert, sind Bücher, die quasi bestimmte Verhalten zeigen, die nicht nur hundespezifisch sind, sondern konserviert sind in mehreren Spezien, in mehreren Tieren und in mehreren Evolutionen und Generationen, if you will. Weil
vieles, was mich interessiert, was quasi das Gehirn angeht, was die Neurobiologie angeht, ist sehr, sehr schwierig mit Hunden zu machen, aus ethischen Gründen. Man kann halt nicht einfach mal einen Hund nicht mehr, was wahrscheinlich früher damals schon mehr so gemacht hat, nicht mehr einfach mal so aufschneiden. Mhm. Und wir müssen uns dann quasi darauf verlassen, dass bestimmte Dinge, die man in anderen Laboruntersuchungen findet, dass die mehr oder weniger konserviert sind. Und wenn man dann quasi den Hund sieht und gut beobachten kann, kann man sich schon vorstellen, okay, das wird wahrscheinlich das Gleiche hier sein. So vieles, was ich lese, ist halt eher so generell versuchen, das zu erklären, was man überall sieht. Alle Tiere zeigen Angst. Fast alle Tiere zeigen Aggression. Mhm. Und was wir davon extrahieren können, ist wahrscheinlich etwas, was auch für Hunde quasi wichtig ist. Mhm. Hundespezifische Bücher habe ich gelesen, kann ich jetzt nicht, welches davon ich jetzt sagen würde, hat mir sehr gut gefallen, weiß ich jetzt gar nicht. Es sind meistens eher so Hundetraining-Bücher. Mhm. Und da kann man sich mittlerweile alles auch auf YouTube finden, quasi. aber eher so die Neurobiologie-Bücher und Unterhaltungsbücher sind halt andere Bücher, die auch andere Tiere beinhalten. Wenn du dir von jemandem wünschen könntest, dass er oder sie jetzt ein Buch schreibt, wer wäre das? Ha, du hast wirklich gute Fragen. Michael Ellis, definitiv. Ich glaube, das hat er tatsächlich auch vor, wenn er nicht schon daran arbeitet. Großartig. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Und dann müsste ich weiter drüber nachdenken. Müsste ich jetzt nicht weiter. Jemand, der nicht schon ein Buch quasi veröffentlicht hat. Ja, oder vielleicht hat er schon Bücher veröffentlicht, aber zu einem bestimmten Thema noch nicht. Ich würde gerne jemanden, und ich glaube, ich habe es noch nicht gelesen, zum Professor Carl Dicerroth. He fokussiert sehr on Fear und Anxiety. Mhm. Und ich generell würde ich gerne mehr Publikationen sehen, die wirklich spezifisch nicht auf Angst, sondern tatsächlich Anxiety, quasi die Angst, Angst zu haben. Das, ja. Ich weiß nicht, ob ich das gut beschreibt, aber es ist tatsächlich die Angst, Angst zu haben. Wenn man anxious ist, denkt man, irgendwas wird einem Angst zu führen. Jede Minute, jede Sekunde, um die Ecke. Und dadurch ist man ja ständig irgendwie anxious. Mhm. Und ich glaube, da gibt es noch nicht gut genug, noch nicht Bücher oder Publikationen oder Reviews, die ich finde, die quasi das wirklich gut beschreiben. Und es ist tatsächlich, weil man noch nicht so richtig weiß, was da tatsächlich passiert. Und das zeigt sich auch in der Weise, wie man das mit Medikamenten versucht zu lösen und viele Medikamente dann trotzdem tatsächlich das auch nicht 100% adressieren können. Ja. Ich glaube, da, das ist ein ganz, ganz, vor allem in Hunden, weil wir haben die größte the highest rate of anxiety in Hunden ever. Und so viele Hunde, fast jeder dritte Hund wird mit Anxiety diagnostiziert. Und so viele Hunde sind auf Medikamenten, was ich glaube, ist unnötig. Ich glaube, da ist eine ganz, ganz große Lücke, die wir noch vielleicht mache ich es, jemand muss da mal was publizieren und ein bisschen mehr darum bekümmern, dass wir da nicht weiter den falschen Weg eingehen hier. Ja, spannend. Von all den Jahren Studium, Arbeit auf der Uni, jetzt auch Zusammenarbeit mit diversen Hundetrainern, gibt es da das ein oder andere Zitat, das du gerne teilst mit deinen Kundinnen und Kunden? Gibt es da irgendwas oder? Es gibt ja so Zitatmenschen und Leute, die gar nichts drauf geben. Aber ich finde Zitate bin ich großer Fan. Wenn mir jemand danach fragt, dann fallen mir natürlich keine ein. Ja. Aber generell, ja, bin ich großer Fan von Zitaten. Fällt mir jetzt tatsächlich kein
kein gutes Zitat ein. Aber ich werde dich definitiv wissen lassen, wenn mir das einfällt. Weil ich glaube, viele gute Forscher, aber auch Hundetrainer, wenn die quasi wenn die ein Zitat zusammenführen oder wenn die was sagen, was wirklich tief trifft, dann ist es eher so eine fundamentale Erkenntnis, die wirklich etwas sehr gut beschreibt und vermutlich auf viele Dinge hinweist, die quasi da quasi abgehen. Ja, also, Zitat, ja. Vielleicht kommt es noch in den nächsten 10 Minuten. Ja, und unterbrich mich einfach. Schieß es an. Okay. Und du hast den Michael Ellis schon erwähnt, der ist ja wirklich einfach ein großartiger Mensch. Auch davon, dass er begnadeter, oder begnadet ist eigentlich doof, weil das hält inne, dass er nichts dafür tut, dass er so gut ist. Er ist einfach ein großartiger Hundetrainer und sehr bemüht und der eben so viele Aspekte erfüllt von dem, was für mich zum Beispiel einen großartigen Trainer ausmacht. Der ist neugierig, möchte auf Neues draufkommen, der hat auch einen Wissensdurst und dem liegt sehr viel am Tier. Sonst jemanden, der dich ganz besonders inspiriert hat, muss ja gar keine Hundeperson gewesen sein, war vielleicht ein Verwandter oder ein Freund, Bekannter. Interessanterweise würde ich das nicht so unbedingt inspirieren oder Inspiration sagen, aber generell, als ich quasi angefangen habe, mehr ins Hundetraining reinzugehen, man stößt dann halt doch so auf alle möglichen Hundetrainer, die sehr public sind, quasi ein großer Following haben auf Social Media. Und als ich da quasi mehr so reingeguckt habe, habe ich quasi alle Trainer, die mir da quasi über den Weg gelaufen sind, mehr oder weniger studiert. Sprich, ich habe alle YouTube-Videos geguckt und quasi notiert, wie die bestimmte Dinge angehen. Von Tom Davis, ich glaube Tom Davis in New York, Upstate New York. Ich war quasi da für 3 Tage und habe den observiert. Larry Cohn, Ivan Balabanov, even Cesar Millan. Und ich weiß, Cesar Millan hat obviously viele Dinge, die nicht mehr aktuell sind, aber generell ist schon interessant, was er quasi eingeführt hat in Amerika, den Hund spazieren zu gehen. Das war halt nicht unbedingt gang und gäbe, wenn er quasi so rumgekommen ist. Und andere Dinge. Ich habe quasi so von vielen Dingen, die entweder gut erklärt haben oder wo ich denke, dass es sehr gut beschreibt, was man sieht und wie man sich verhalten sollte mit dem Hund in bestimmten Situationen. Von vielen habe ich quasi was gelernt und das quasi wie so ein Mosaik zusammengepackt. Michael Ellis war der mich am meisten intellektuell angesprochen hat und der quasi bestimmte Dinge erklärt hat, die sehr, sehr meinem wissenschaftlichen Gehirn quasi attraktiv waren und dadurch viel halt auch geleitet wurde. Aber durch Michael Ellis natürlich auch Forrest Mickey. Ne? Er hat eine interessante Art und Weise, wie er erklärt, sehr intellektuell. Cameron Ford, ich meine, Cameron Ford, als ich in seinem Büro saß, dachte ich mir, meine Güte, so viel Erfahrung, ganzen Auszeichnungen und was nicht, und war quasi so lange im Feld, like hands-on, directly, und hat jetzt diese ganzen Seminare und kommt jetzt wieder back on the street for a little bit. Und da ist ja mit Cameron, man drückt einen Knopf und dann spricht der und kann dir Dinge erzählen für 5 Stunden, ohne Pause. Also das Wissen, was da reingeht und auch wie er das erklärt und definitiv Dinge sieht, die andere nicht sehen würden, ist halt sehr inspirierend. Und gerade mit Detection-Hunde weiß ich so generell noch nicht so viel, wie ich von anderen Dingen weiß. Und das ist sehr interessant für mich da, quasi mehr reinzugehen in dieses Gebiet. Und dann generell denke ich, geh dich Inspiration von Influencern, Motivational Speakers, if you will, generell, wie die halt kommunizieren, deren Gedanken kommunizieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch wenn man im Bereich der
Ausbildung arbeitet oder andere ausbildet und versucht, wissenschaftliche Dinge zu vermitteln, dass man weiß, wie man das kommuniziert. Und dass man weiß, wie man quasi den Fokus von die Attention von anderen quasi aufrechterhält. Mhm. Ja, so dieser like generelle Gebiete. Ich habe nicht so viel spezifische Leute, die ich quasi als Inspiration sehe, weil ich mir denke, dass alle irgendwie ein bisschen was haben und dann was auch immer quasi mir am meisten zuspricht. Das nehme ich halt mit für meinen Weg. Das ist ja auch, finde ich, ein spannender Punkt, weil natürlich mein gesamtes Leben dreht sich rund um Hunde und vielleicht bin ich da immer ein bisschen zu sehr in diese Hundesphäre eingebunden und schaue zu wenig über den Tellerrand. Aber oft ist es doch so, dass man mit Leuten spricht und entweder man hat den Heilsbringer oder man hat den Teufel. Und jetzt gerade zum Beispiel im deutschsprachigen Raum, jemand wie César Millán wird verteufelt. Ja. Wie kann man denn nur... Und hin und her, aber ich finde es, ohne dass ich ihn jetzt selber gut finde, ich find ihn wirklich interessant, was er gemacht hat und was er geschaffen hat. Ja? Also sicher einer der ersten international prominenten Hundetrainer. Und sowas muss man sich auch machen. Das, allein wenn es ums Marketing geht. Dann sowas finde ich interessant und sich selber so weit emotional auch im Griff zu haben, dass man mal einfach einen Schritt nach hinten treten kann und die Sache nüchtern betrachtet. Und sich überlegt, gut, was gibt's für Dinge, die ich nicht nachmachen möchte, aber was gibt's eben auch, was da richtig gut ist und was man sich rausnehmen kann. Ich denke auch, dass das sicher vielleicht generell an Menschen, aber bleiben wir mal beim Hundetrainer, einen Hundetrainer ausmacht, der in der Lage ist dazu, sich selber so vorzubilden oder sich zu entwickeln, ohne dass man eben nur Labels draufpackt. Ja, genau. Sehr schwierig, weil wir gerne alle Labels benutzen und gerne verurteilen und gerne quasi kategorisieren. Sehr, sehr schnell sogar. Und das schwappt auch über in die Wissenschaft. Ich sehe das mit hundespezifischen Publikationen, wo man schon weiß, da ist nicht unbedingt, die gehen das nicht unbedingt neutral an. Die haben eine Agenda hier, was sie irgendwie irgendwas Bestimmtes, was quasi black or white Aussagen sind, was sehr, sehr schwierig ist in jedem jeglichen Verhalten, aber generell sieht man, da ist eine Agenda dahinter. Und die Neutralität in der Wissenschaft ist so wichtig, weil wie würde man sonst tatsächlich Fortschritt erreichen, wenn man nicht neutral sein kann zu was man weiß und was man noch nicht weiß, ohne seine Emotionen und seinen eigenen Überzeugungen damit reinzubringen. Und ich denke mir, dass wenn wir mehr Hundetrainer und Hundehalter und generell überall einfach mehr neugierig werden. Okay, man kann ja sagen, César Millán, for example, ist definitiv nicht jemand, den ich verfolgen würde im Sinne von, so würde ich definitiv nicht meinen Hund trainieren. Aber warum nicht? Ne? Was sagt er? Warum sagt er es? Wie sagt er es? Dass er dennoch so viele überzeugen konnte, dass das the way ist. Wenn man quasi da so ein bisschen, wie du schon meintest, zurücksteckt und einfach nur generell versucht, jetzt so neutral wie möglich das einfach zu verstehen, bevor man seine Emotionen dazu packt. Ich glaube, die Erkenntnisse, die man daraus gewinnt, würden tatsächlich uns mehr helfen, mehr Einigkeit zu finden, in wie man mit den Kunden umgehen sollte. Ist so. Ich glaube, da kann man wirklich offener sein. Und da muss ich mir selber bei der Nase nehmen. Ich hab damals gehört, dass sozusagen Will Smith zu seinem Erfolg mit beigetragen hat. Ja, weil der, glaube ich, sozusagen der Dogwalker gewesen wäre. Ja. Ich habe eine Zeit lang dann gesagt, gut, ich kann mir von Will Smith nichts mehr anschauen. Das ist für mich ohne Witz. Und so ist es mal gegangen. Sagenhaft, was Information und Grundeinstellung mit einem machen können. Aufgrund sozusagen meiner damaligen Trainerausbildungen und sozusagen das Lager, wo diese Wattebausch-Fraktion sozusagen angesiedelt war, wo ich großartige Sachen gelernt habe. Aber was ich in den letzten Jahren einfach gelernt habe, ist, wie wichtig es ist, offen zu bleiben. Und
Ja. Vor allem sich auch mit den Dingen zu befassen, die man eben gar nicht als gut empfindet. Weil Ja. es hilft ja mir auch zu meine Einstellung zu argumentieren und selber zu Genau. verstehen, Ja. warum, wie und was. Genau. Spannender Punkt. So, Melanie, wir kommen jetzt zum Keyword Fast Response Game, das ich Okay. noch niemals mit irgendjemandem so richtig nach Plan gespielt habe. Also ich glaube, ja doch, ein, zwei Gäste sind schon nah dran gekommen zu dem, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber das Problem ist eher meine Moderation. Und die Idee ist es, dass ich dir Phrasen, Sätze oder Stichwörter durchgebe und ich hätte einfach gern, dass du so intuitiv und rasch wie möglich darauf antwortest. Okay, I try my best. Hundetrainer oder Menschentrainer? Menschentrainer. Was wird dem Hund aufgrund gesellschaftlicher Bedingungen zum Verhängnis? Ah, das gesellschaftliche Be Verhängnis. Social Media. Okay, cool. Dein Lieblingsfach im Hundetraining? Neurobiologie. Okay. Welchen Hund würdest du auf eine Insel mitnehmen? Du weißt nicht, was auf dich zukommt, aber du kannst dir eine Rasse aussuchen. Oh, it's gonna go against my own dogs. Stimmt, ja. Then Retriever. Okay. The Labrador Retriever. Kann man doch drauf eingehen. Und großes Thema, E-Gerät. E-Gerät? Ja, also E-Color. Ah, yes or no? Whatever. E-Gerät, yes. Okay. Yes, but. Okay. Spannend. Spannend. Du hast jetzt versucht, diplomatisch für deine Hunde zu antworten. Du hast einen deutschen Schäfer und einen belgischen Schäfer. Und hast dich aber Ja. für den Labrador entschieden. Wie kommt das? Weil, also ich glaube, mit Anja, meinem belgischen, auf der Insel, mit Katastrophe. Ich glaube, ich würde keinen Tag aushalten mit ihr, weil die doch dann doch eher chaotisch sind. Mein Schäferhund, der ist halt, der hat halt an einer Seite Schäferhund, aber viel mehr tatsächlich Golden Retriever in him und Labrador Retriever. Und die Seite gefällt mir halt sehr gut. Und ich dachte mir, na gut, wenn ich auf einer Insel bin, muss ich ja irgendwie essen. Sprich, ich könnte wahrscheinlich einen Hund gebrauchen, der mir irgendwas zurückbringt, wenn sollte ich in irgendeiner Weise versuchen können, einen Vogel abzuschießen oder, I don't know, eine Ente zu kriegen oder einen Fisch zu fangen. Und der Ja. Retriever kann mir wahrscheinlich, den kann ich wahrscheinlich besser trainieren, mir das dann zurückzubringen. Ja, So. großartig. Die Survival-Instinkte, die finde ich gut. Ja, definitiv. Für eine Millisekunde habe ich überlegt, einen Hund zum Kuscheln, den man so rumtragen kann, als quasi emotionale Support, weil man ist ja dann auf einer Insel gestrandet und man braucht ja jemanden, mit dem man sich unterhalten kann. Aber dann dachte ich mir, nee, man braucht ja trotzdem Funktionalität. Wir haben ja erst darüber gesprochen. Funktionalität mit einem Hund. Und einen Schutzhund brauche ich wahrscheinlich nicht so sehr. Anders, da sind irgendwelche Kannibalen auch auf der Insel, aber Weiß man ja nicht. daher Ne? weiß man nicht, aber Essen dachte ich mir, ist wahrscheinlich wichtiger am Anfang. Von daher der Retriever. Aber tatsächlich, ich glaube, der Retriever ist eine gute Wahl. Ich habe in den letzten Jahren viele Ja. Retriever gehabt, viele Labbis, also Labradores aus Arbeits- und aus Jagdlinien. Und die sind schon echt cool. Na, denke ich auch. Die sind auch super sozial und können dann halt auch von dir weggehen, kleben nicht an dir. Naja, so. Macht Sinn, macht Sinn. Jetzt habe ich vergessen, was du gesagt hast beim Thema Hundetrainer, Menschentrainer. inwiefern oder warum? Weil das ist ja, geht uns ja allen ähnlich. Wir arbeiten ja viel, also wir arbeiten mit beiden. Ja, es gibt aber Trainer, die tatsächlich dieses, wie heißt das auf Englisch, Board and Train machen. Und es gibt aber Leute, die versuchen den Menschen zu erklären, warum, wie, was. Du bist ja offensichtlich Letztere sozusagen, also die mit dem Halter, mit dem Hundeführer arbeitet. Schafft dir das Freude oder Oh glaubst du, ja, das ist definitiv. erledigt?
definitiv, es ist auch sehr frustrierend, beides. Aber ich denke mir dann halt, was wir auch am Anfang besprochen hatten, was meine Motivation ist, jemandem zu zeigen, der Hund selber wird sich nicht viel ändern. Der Hund kann nur so gut sein, wie der Hundehalter am Ende ist. Und wenn der Hundehalter besser wird, wird der Hund auch besser im Verhalten oder in der Performance, wenn es um irgendwelche Sportarten geht, oder Leistungen. Und ich denke mir halt, als Mensch sind wir ja trotzdem the most intelligent species on earth. Der ist niemand, der ein besser ausgebildetes Gehirn hat. Und daher habe ich halt die Einstellung, dass jeder das lernen kann. Und wenn derjenige das nicht lernt, aber mit mir zusammenarbeitet, ist es on me, was zu verändern, sodass derjenige das lernen kann. Und da ich ja meistens tatsächlich mit Familienhunden und Familienhundehalterinnen arbeite, die 24/7 mit den Hunden zusammen sind, die können sich halt einmal in der Woche mit einem Trainer treffen oder 3 Wochen im Board and Train machen. Aber generell, wenn sie halt nicht lernen, quasi besser mit dem Hund umzugehen, dann wird das halt rausgeschmissenes Geld sein am Ende. Und daher denke ich mir, auch generell habe ich halt auch ganz viele Studenten gehabt, die dann auch angefangen haben zu überlegen, selber Hundetrainer zu werden. Weil sie das dann so spannend und aufregend fanden, mehr rauszufinden. Und dann wollten sie halt auch gerne jetzt versuchen, andere Hunde zu trainieren, nicht nur den Hund, den sie im Wohnzimmer haben. Und dadurch hoffe ich, dass ich halt quasi selbst die Hundetrainer von morgen beeinflussen kann. Hunde, Menschen trainieren quasi auf Steroids. Ja, nein, ist so, und es ist sicher der nachhaltigere Weg. Einfach, Ja. um Wissen weiterzugeben. Okay, das macht Sinn. Tatsächlich gehe ich aufs E-Gerät oder auf den E-Collar gar nicht näher ein, nicht wegen des Themas, sondern mir reicht einfach deine Antwort, nämlich je mehr man sich mit Leuten unterhält, die das studiert haben, die wirklich was am Kasten haben oder die seit Jahren sehr kritisch damit umgehen, desto deutlicher wird, dass es eben diese Antwort yes, but ist. Ja, also man drückt ja auch nicht jedem einfach Pistole in die Hand und sagt, mach damit, was du möchtest. Oder es gibt halt Führerscheine, es gibt Waffenbesitzkarten, es gibt Dinge, die mehr oder weniger Einfluss auf mein Umfeld und mich haben können. Und ich denke, ähnlich kann es eben auch mit diesem Tool sein. Und das möchte ich eigentlich nur so stehen lassen, weil ich habe, da könnte man ja jetzt wieder stundenlang drüber arbeiten und sprechen, drüber philosophieren und Argumente für Pro und Contra finden. Aber ich wollte dir nur sagen, warum ich gar nicht näher darauf eingehe. Ich denke Ja, eben auch, yes, ja, but aber. Ja. says it all. Das sagt eigentlich schon das meiste aus. Okay. Gibt es einen Punkt, auf den du noch einmal näher eingehen wolltest? Ist ein Punkt. Ich glaube, wir haben tatsächlich viel. Nicht, dass ich jetzt irgendwas hätte, das mir noch auf der Seele liegt, das ich unbedingt anbringen möchte. Du hast gute Fragen gestellt. Ja, so Ich zwei, glaube. drei. Müsste ich dich noch fragen, wenn du die Zeit hast. Ja, natürlich. Nämlich tatsächlich fast schon meine Lieblingsfragen. Und ich erlebe es jedes Mal, also ich stelle die Frage und wüsste oft selber ad hoc keine Antwort. Als ob es für mich eine Überraschung wäre. Und zwar eine der letzten Fragen. Was war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast? Generell oder in Bezug auf Hunde? Generell. Schlechtester Ratschlag. Der schlechteste Ratschlag, weiß nicht, ob das tatsächlich der schlechteste Ratschlag ist, aber etwas, was mir quasi immer mal wieder
aufkommt in meinen Gedanken. Als ich an der Columbia Universität war und quasi mein Boss, mein Chef, PI hatte, der quasi das Labor geleitet hat. Mhm. Ich weiß es nicht mehr wortwörtlich, aber was er meinte ist, man muss quasi seine Mitarbeiter oder seine Direct Reports, Studenten, die quasi da die Arbeiten geleistet haben im Labor, von seinem Labor, ständig busy halten, ständig beschäftigen, ständig irgendwas Neues geben und nie die Minute geben lassen, dass sie sich irgendwie ablenken könnten mit Social Media oder im Internet browsen. Und dass man halt quasi dadurch Loyalität schärft. Er hat es nicht so direkt gesagt, aber das war seine hier und da hat es quasi so formuliert, die Mentalität war, wenn du deinen Leuten so viel Arbeit gibst, dass die quasi nicht mal Zeit haben, Brot zu essen zum Mittag, haben sie halt auch gar keine Zeit, sich irgendwelche Gedanken zu machen, was anderes zu machen könnten. Mhm. Und das, in dem Moment, wo man es ja sieht, weil es wahrscheinlich funktioniert auf der Oberfläche, aber generell dadurch, dass ich ja jetzt auch mit vielen gearbeitet hatte und ich hatte Trainerinnen, die quasi mein Mentor, Mentee waren, denke ich mir, ist das tatsächlich eine der schlechtesten Dinge, die man machen kann für die Moral, für die Arbeitsmoral, für die soziale Interaktion mit anderen. Mhm, mh. Das ist das, was mir quasi einfällt. Okay, spannend. Mhm. Wenn du könntest, welchen Rat würdest du der 20-jährigen Melanie geben? Ja, der 20-jährige. Ich glaube, ich, auch wenn man das so wahrscheinlich nicht nachvollziehen könnte, würde ich ihr sagen, schneller anderes, nicht nur die Biologie, was ich in dem Moment angefangen habe zu studieren, sondern schneller auch andere Gebiete, andere Felder, andere Disziplinen mir anzugucken, weil ich glaube, ich dann dadurch auch schneller verstanden hätte, was ich wirklich machen möchte im Leben. Nicht, dass ich bereue, wo ich bin, natürlich nicht. Aber es gibt so bestimmte Dinge, wo ich mir denke, dass zum Beispiel wie Finanzen funktionieren, wie Politik funktioniert. Ich glaube, diese Dinge, mit denen wir jeden Tag, no matter what you do, konfrontiert werden, das zu verstehen, ist so wichtig, wenn man sich dann selber you can set yourself up for success earlier. Und damals hat mich sowas halt, was mich nicht interessiert hat. Was mich nicht interessiert hat, habe ich nicht angeguckt. Einfach nur Tunnelblick auf meinem Studium oder was auch immer mich in dem Moment interessiert hat. Mhm. Und ich glaube, ich würde das ändern. Ich glaube, ich würde jedem raten, auch Dinge sich anzugucken, selber vielleicht, die vielleicht langweilig sind, aber generell zum Leben sehr, sehr wichtig sind. Ja. Und man kann es ja nie wissen, bis man sich damit befasst. Genau. Man weiß es halt nicht, bis man tatsächlich versteht ein bisschen mehr und dann sieht man die Möglichkeiten. Ich war im Gymnasium in der Unterstufe, habe dann in der ersten Klasse Oberstufe in eine HTL gewechselt. Das ist in Österreich eine höhere technische Lernversuchsanstalt, also quasi Abi mit Berufsausbildung. Ich habe am Zeit gehabt Grafikdesign, also was sehr Kreatives. Grafik- und Kommunikationsdesign. Ah, was? Ja. Und in der zweiten Klasse habe ich eine Wiederholungsprüfung gehabt, um in die dritte zu kommen, im Fach Chemie. Und wir Grafiker, wir Kreativen haben uns immer gedacht, was zur Hölle, wozu brauchen wir Chemie? Ja, wozu brauchen wir diese harten Wissenschaften? Und ich habe dann in dem Sommer natürlich auch Nachhilfe benötigt und mir hat es richtig Spaß gemacht. Und dann war ich eigentlich recht gut und habe eine super Wiederholungsprüfung abgelegt bei einem schrecklichen Lehrer. Und war eigentlich fast wehmütig, dass das jetzt zu Ende ist. Weil da habe ich es im Sommer angefangen zu verstehen und es hat Spaß gemacht. Und
Ist jetzt vielleicht ein bisschen romantischer in Erinnerung, aber das war eigentlich, also so, diese Sachen hätten mir jetzt auch heute viel geholfen, ein bisschen mehr Grundverständnis zu haben über Chemie, Stoffzusammensetzungen, gerade im Bereich Ja. Spurenelement und so weiter und so fort oder Sprengstoff. Das wäre schon echt cool. Aber eben, wie du sagst, ich denke auch, man darf neugieriger sein. Ne? Man soll sich auch mal Sachen anschauen, die einen im ersten Blick nicht interessieren. Und warum denkt man, dass es nicht interessant ist? Ja, definitiv, definitiv. Sehr cool. Wir sind fast beim Ende und ich habe was mit meinen Gästen ins Laufen gebracht. Das ist, der vorige Gast stellt eine Frage für den nächsten, ohne zu wissen, wer sein wird. Und in meiner letzten Folge, die ich sozusagen einen externen da hatte, weil ich mache ja auch Gespräche mit meinem Kollegen Chris. Aber der letzte Gast, den ich hatte, war Wim de Kinder aus Belgien, Trainerkollege und mittlerweile würde ich auch sagen, guter Freund. Ich habe versucht, seine Frage sozusagen ins Deutsche zu übersetzen. Und die Frage an dich, ohne dass er gewusst hat, dass du es sein wirst, lautet folgend. Es geht um Arbeitshunde. Denkst du, dass in Zukunft Hunde durch Maschinen ersetzt werden können? Vor allem im Bereich der Sensorik, aber ganz generell gesehen. Ich glaube, die Antwort ist nein. Ich glaube nicht, dass dass wir jemals so gut werden können, vielleicht in 100 Jahren, keine Ahnung, noch auf uns die Erde noch gibt. Gerade in Detection und Nosework mit Hunden. Ich glaube, die sind so unglaublich talentiert, was das angeht, dass es sehr, 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 sehr schwer wird, das umzusetzen in Form von einem Roboter oder einem AI-Hund oder so. Glaube ich nicht. Ich glaube, dazu müssten wir noch viel, viel mehr verstehen, was tatsächlich alles, ne, aktiviert wird. Und da die Hunde ja selber uns auch nicht verbal erklären können, wie sie das quasi jetzt detektiert haben oder was da der Vorgang war, sind wir limitiert zu unserem eigenen Wissen. Und ich glaube, ja, no, glaube ich nicht. Möchte ich Okay. auch nicht glauben. Ja. Ich denke gar nicht, dass es möglich sein wird. Vor Ja. allem, weil der Hund ist nicht hackbar, zum Beispiel. Ja. Ja. Es gibt sicher immer ein Notszenario, egal wie sehr man digitalisiert. Und es gibt sicher irgendwo immer ein Notszenario, wo man zwei biologische Körper braucht, die miteinander arbeiten, um die Welt zu retten. Ja. Was wäre denn deine Frage an meinen nächsten Gast, ohne zu wissen, wer es sein wird? Und es kann ganz generell sein, es kann ums Hundetraining gehen, es kann ums Business gehen. Was ich immer ganz gerne frage, ist, wenn zurückgehen zu den Schulgang oder wenn man fest zum ersten Mal entschieden hat, dass einen bestimmten Studiengang, Richtung einzugehen. Wenn man zurück zu dem Zeitpunkt geht, was der alternative Karriereweg wäre. Sprich, wenn was schiefgegangen wäre oder wenn man selber jetzt sich nochmal umstellen müsste, was würde man anderes machen? Was vielleicht überhaupt nichts damit zu tun hat, was man momentan macht. Gut. Selbst, ja, aus eigenem Interesse quasi. Ja. Das wäre meine Frage. Alles klar. Die alternative Karriere. Ja. Ich denke, das ist, wir haben da echt ein cooles Gespräch geführt. Hat sich nicht so angefühlt, als ob es so weit entfernt ist voneinander. Ja, definitiv nicht. Ich hoffe, mein Deutsch war nicht allzu schrecklich. Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Die paar englischen Worte, die ich da reingeschmuggelt habe, hoffentlich. Es ist eh modern. Vielleicht bekommen wir jetzt eine viel jüngere Zielgruppe. Denk, right? Ist das Englisch? So Ja. Englisch und Deutsch. Melanie, wie können Leute mit dir Kontakt aufnehmen? Oder
was ist deine Empfehlung? Wo sollen sie dich suchen, finden und kontaktieren? Definitiv findet mich auf Instagram, K9Decoded. I'm hanging out there a lot. Aber auch generell meine Website K9Decoded.com. So alles, was Facebook, Instagram, even, ich glaube sogar LinkedIn, meine Website, alles K9Decoded. Ich war glücklicherweise smart enough at the beginning, allen den gleichen Namen zu geben. Yeah. Sprich, K9Decoded sollte immer der Suchbegriff sein. Und dann ja Instagram, ich versuche auf allen Messages zu antworten, die reinkommen, auch wenn es ein paar Tage dauert. Sprich, ich bin da tatsächlich sehr aktiv und accessible. Sehr cool. Gibt es irgendwas, das bei euch gerade ansteht, was du hervorheben möchtest? Etwas, woran ich momentan arbeite, was wahrscheinlich im Januar rauskommt, wird wie so ein Intensiv-Bootcamp sein für Trainer spezifisch. Trainer und sehr enthusiastische Dog-Handler-Owners. Wo das eine Kombination werden wird, was von vielen, was wir heute gut besprochen haben, Konzepte von verschiedenen Bereichen, Verhaltensbiologie, Neurobiologie, die Genetik, Nutrition, Gut-Brain-Axis, all die Dinge, die quasi in das Verhalten des Hundes beeinflussen, und understanding these concepts, was das bedeutet, wenn man quasi das in Trainingsprogramme umsetzen möchte. Es werden Hausaufgaben geben, es werden Ausschnitte aus Büchern, die quasi, haben wir uns über Bücher unterhalten, die ich wichtig finde, Expert-Interviews, die nur für die Programmteilnehmer quasi accessible sind, und dann am Ende auch ein kleiner Multiple-Choice-Test, um dann quasi das Ganze abzuschließen. So, das wird hoffentlich ein riesiges, umfangreiches Programm werden. Bootcamp, weil es intensiv sein wird für über 2 Wochen. Mhm. Teilweise für manche, die lokal sind, in person sogar, ihren Hund bringen kann. Aber mehr will ich dazu noch gar nicht sagen, weil es tatsächlich noch in den Kinderschuhen ist, aber das wird wahrscheinlich im Januar und Februar rauskommen und dann einmal im Jahr oder zweimal im Jahr angeboten werden. Mhm. Großartig, sehr cool. Ich werde deine Links in die Shownotes geben. Noch kurz in eigener Sache. Wir haben Anfang September das nächste Webinar zum Thema Problemlösung im Bereich Spürhunde, und es werden weitere Webinare folgen, sowie auch das leider schon zweimal verschobene zum Thema Detection Dog Training System, die Maschine von Hans Ebers zur Stoffeingabe. Wird sehr interessant. Wir haben jetzt Dutzende Hunde drüber gearbeitet und erkennen einfach den großen Wert und das gute Outcome mit dieser Maschine, die übrigens auch ein bisschen KI gesteuert ist. Also etwas, das unseren Hund arbeitet, ohne dass der Trainer noch viel Einfluss drauf hat. Und es funktioniert großartig. Weiters haben wir nach wie vor offen die Ausschreibungen zum Grundkurs Spürhundeführer ab Jänner und den nächsten Spürhundinstruktor-Lehrgang ab April 2025. Wir planen ebenso ab kommenden Jahr einen neuen Lehrgang Sprengstoff-Spürhundeführer. Und wenn ihr dazu Interesse oder Fragen habt, bitte lasst es uns wissen. Schreibt uns ein E-Mail an die office@kynodec.at. Und ansonsten kennt ihr unser Angebot. Melanie, vielen Dank für deine Zeit. Ist es okay, wenn wir Audio verwenden? Ja, natürlich. Großartig. Bitte schickt mir vielleicht noch 1-2 Fotos, damit ihr ein cooles Cover für unsere Podcast-Folge entwerfen kann. Und ja. Die Folge wird es dann überall, wo es Podcasts gibt, geben. Schicke dann als erstes auch gleich einen Link und werde dich verlinken auf unserer Insta-Story. Ja, vielen Dank noch einmal und hoffentlich bis bald in person oder virtuell. Würde mich freuen. Let's do it. Thank you so much. That was a lot of fun. Es war gut, mein Deutsch ein bisschen üben zu können. Genau. Alles klar. Hat Spaß gemacht. Hoffentlich ja. Bis bald in person, maybe again. Schönen Tag. Mach's gut. Bye.